Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu ein neuer Perk ist verfügbar. Hauen wir gleich mal die republikanische Vasallenmeinung rauf. Wir haben zwar nur einen, aber egal. aber besser als nichts. Letzte Folge haben wir ein paar neue Gebiete erobert. Oh, das kann gut gehen. Oh, das ist schief gegangen. Natürlich. Natürlich ist es schief gegangen, weil es ist immer so bei 25%, dass es schief geht. Gleich noch eine Jagd machen. Wir haben leider kein... Ah doch, wir sind generous. Ah, das ist natürlich auch das... Ja, klar, das ist natürlich auch das eine Problem. Dass wir generous sind. Ach Gott, ich hasse mein Leben manchmal. Aber wir haben auf alle Fälle fast 1000 Prestige. Die wir natürlich... Was? Cattle Stealers? Ist doch eine Schweinerei. 120 Mann gegen uns, das ist so... Kurz mal integrieren. Das einzige Problem ist halt mit dem kurz mal integrieren, dass die halt alle den falschen Glauben haben. Ne, wobei der hat sogar den richtigen Glauben. Sehr umkämpft, weil wir nur die billigsten Truppen hatten, aber trotzdem gewonnen. Wir haben sogar den Kollegen gefangen genommen hier. Ach komm, wegen 13 Gold, aber egal. Ein weiterer Sohn und Erbe. Na immerhin, er ist intelligent. Das ist doch schon mal... Er hat auf alle Fälle schon mal eine höhere Wahrscheinlichkeit zu erben, würde ich mal sagen. Was ist das denn jetzt genau? Greift mich ruhig die ganze Zeit an. So, die Man-at-Arms hier ausheben. Und zwar dorthin. Ah, dann dorthin. Jetzt haben wir die nicht mal ausgelöscht. Die gehen mir die ganze Zeit auf den Sack hier. Man kann den nächsten vasalisieren. Geht's aber los hier. Sogar relativ starker Kollege. Bist du denn zu Hause da unten? Tenur. Marshall könnte man... Ah Gott, ich sehe schon, wir haben schon wieder einige Feinde in unseren Reihen. Jetzt mal kurz Swain ein bisschen. Tracked Vessel, ne. Sie swamen wir auf 100%. Sollte man auf alle Fälle machen. Too many cattle to oversee. Ja, das ist so immer folgentechnisch. Die eine Folge läuft alles super, die andere Folge läuft alles scheiße. Das ist so Standard einfach. Das ist so mein Glück. Krieg hier natürlich gewonnen. Wie es auch zu erwarten gewesen ist. Okay. Jetzt sind die hier noch in meinem Gebiet drin. Es ist nur das Problem, das ist ein relativ großes Reich. Die sind aber relativ schwach eigentlich. Da könnte man vielleicht schön in Wade Kingdom Kriegsgrund reinballern. Wenn man die benötigten Mittel dafür hätte. Haben wir nicht, deswegen holen wir uns hier nur das County in dem Fall. Ganz nebenbei. Wie gesagt, die haben ganz eigene Probleme. Wir werden auch nur unsere Man-at-Arms hier ausheben, 486 Mann. Könnte ja rein theoretisch sogar noch mehr anheuern, aber... Nö. Wo ist denn die Prisoner her? Ja, wann habe ich denn die gefangen genommen? Komisch. Aber ich darf nicht wieder über 100% gehen, weil sonst habe ich direkt wieder Anspannung. Das verringert ja unsere Fruchtbarkeit. Was ja nicht so nice ist. Wie, ich verliere hier gerade Warscore. Was denn das? Hä? Die haben Ritter down. Mann, hallo. Ey, ich sag's, ey, das geht mir am Arsch hier manchmal mit diesen Menüs, dass das immer noch nicht funktioniert. Wo ist ein Porter down? Ich weiß nicht, wo das sein soll. Ach da. Wie haben die das belagert? Zum Glück rege ich mich auch nicht auf über sowas oder so. Wäre echt schlimm, würde ich mich über sowas noch richtig aufregen. Mal Seilen abgeben, Nummer 1. 2. Das Ding ist, ich wäre halt gerne Kaiser, weil dann könnten wir unser Reich endlich richtig strukturieren. Problem ist, dieser Kaisertitel ist noch 170, 130, also das ist enorm schwer, Kaiser zu werden einfach. Man soll es wahrscheinlich auch sein. Wird bestimmt absichtlich sein. Wir haben irgendwas anderes erforscht, was war denn das? Irgendwas, was wir wahrscheinlich ewig alle anderen schon hatten, außer uns.
Steht jetzt natürlich auch nicht da. Na gut, egal. Fürchte ich mich selber an? Nein. Erinnern wir mal kurz. Ja, wenn ich komme, rennen sie weg, weißt? Feiglinge. Das wird wahrscheinlich auch nicht klappen, ne? Ja. Das die mit ihren Fraktionsvorlieben immer. 15 Mann verloren und komplett ausgelöscht. Das nenne ich mal eine gute Statistik. Ihr braucht ja auch gar nicht alle so wegrennen. Ich weiß, ihr seid kleine Angsthasen. Ah. Kurz da oben langlaufen. Die Konfrontation mit denen vermeiden. Ah, wobei, die haben sogar Angst. Mann, die Ochsen. Ich will doch gar nicht... Jetzt hauen die ab. Jetzt hauen die ab. Ey, da krieg ich so einen Hals, ne? 4 Gold. 20. 19. 7. Wann kommt eigentlich der Punkt, an dem wir Belagerungswaffen... Wir können schon Belagerungswaffen haben? Wir bräuchten mehr Regimenter. Auf alle Fälle das erstmal pushen. Kleiner Meinungswechsel. Findet das gerade etwas wichtiger. Was ist denn da unten los? Hallo? Lol. Das ist so richtig lame. In letzter Sekunde haben wir sie abgefangen und machen sie trotzdem kaputt. Ihr Ochsen. Ihr seid solche Lappen. Saugeil. Saugeil. Tja, das habt ihr davon, wenn ihr euch gegen mich auflehnt. Ich fände es ja cool, wenn man dann noch irgendwie auch mal Prestige durch solche Schlachten verliert, wenn man die gewinnt, wenn man die selber anführt, die Armee. Aber, ne, wohin? Wohin gehen die denn? Kriegen wir sie jetzt? Ne. Gibt's doch nicht, hallo. Wohin geht ihr denn? Ah, okay. Wir sollten die Schlacht trotzdem gewinnen. Also ich frage mich, warum da jetzt echt kurz negativ was da stand. Als ob wir die Schlacht nicht gewinnen würden. So ein Blödsinn. Was ist denn dein Problem eigentlich? Er hat einen falschen Glauben, er hat einen feindseligen Glauben. Das ist ein Problem tatsächlich. Könnten wir ihn einkerkern? Wahrscheinlich nicht, ne? Wobei, ist nicht so unwahrscheinlich. Pass auf, dann mach mal ihn mal zum Chancellor. Nur kurz gucken, also wo ist denn die andere hier? Die ist bei 100, sehr gut. Das heißt, wir können hier aufhören. Hier passt ja schon alles, ne? Richtiger Glauben und so, ja. Mit ihr können wir aufhören und dann können wir rein rechnerisch. Mir ist es eigentlich wurscht, ganz ehrlich, macht was ihr wollt. Wenn ihr meint, ihr müsst unbedingt Krieg gegen mich spielen, dann macht das. Ihr seht schon, was ihr davon habt. Jedenfalls, wir swayen ihn mal. Ein Gift. So, jetzt mag er uns schon mal, plus 35. Durch das Swain gehen wir dann noch auf, macht denn ihr hier eigentlich? Achso, wir haben die verfolgt. Gucken, dass wir auf 100% kommen mit der Konvertierungswahrscheinlichkeit und dann sollte sich das auch ziemlich schnell mit ihm erledigen, hoffe ich jetzt einfach mal. Die Fraktion gegen mich hat sich aufgelöst, die Freiheitsfraktion hat sich aufgelöst. Die Independence Fraction gibt es natürlich noch. Aber die sind eigentlich nicht so stark. Die haben 600 Mann. Ich habe allein so viel Geld, ich könnte mir so viele Söldner anheuern, dass sie sich wünschen würden, die hätten niemals das Licht der Welt erblickt. Ah, ich weiß, was ihr vorhabt. Ah, und das könnte sogar klappen dieses Mal. Brauchen dringend noch mehr Truppen. Wir müssen jetzt unsere komplette Armee ausheben hier. Oh. Woher die ganzen Gefangenen? 100 Gold, holla. 10 Gold. Naja, 15 Gold sind 15 Gold. Wo habe ich denn die ganzen Vasallen immer alle her? So, auf geht's. Ich habe hier oben noch irgendwie aus Versehen in die Schlacht geschlagen. Keine Ahnung warum. Meine Bauern kämpfen, wir kommen dazu und jetzt ist das Ding eigentlich durch. So, nochmal einen Gefangenen genommen nebenbei. Ah, 5000 Gold fast. Krieg ist vorbei, tschüss, danke. Sehr schön, ist es schön. Was ist denn das hier?
Wer bist du und was willst du? Oh, aha. Gut, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich auch nicht. Das ist so. Manu. In Raid Kingdom ist halt leider immer zu teuer. Und Duchy als Kriegsgrund. Das ist halt auch. Ah! Das ist auch ein großes Duchy. Kann ich Freunde rufen? Oder habe ich Freunde? Ja, glaube ich Freunde. Okay. Passt. Dann werde ich hier auch ausnahmsweise meine komplette Armee ausheben, weil kann man natürlich schneller belagern. Halbieren. Natürlich, Belagerungswaffen würden das Ganze nochmal deutlich vereinfachen. Haben aber natürlich aktuell keine. Minus 10 Gold im Monat. Woher dieser grenzenlose Hass mir gegenüber? Haben die eigentlich noch andere Kriege am Laufen? Ja, die verteidigen irgendwie in dem Independence War. Ja, sehen sie dann schon nachher ihren Independence War. Provinz 1 ist gefallen. Inklusive 22 Loot. 17, auch nochmal 22. 23, ja, das sind hier schon schönere Provinzen. Und ein Feuer ist ausgebrochen. Nachdem wir uns die letzte Folge so auf 100 Kettle hochgearbeitet haben, verlieren wir das ganze Kettle jetzt wieder. Die Legion Dark Gods Populists. Ich könnte kotzen. Was für Dark Gods Populists, Also für sowas habe ich jetzt gar keine Nerven. Bist du damit drinne? Er ist damit drinne, ne? Das ist er doch. Ne, ist er nicht. Er ist bei den Sea Dwellers. Naja, wird jetzt interesting, weil es jetzt natürlich dann einen Aufstand gibt, gegen den ich jetzt nichts machen kann. Der wird jetzt auch gleich ploppen. Was wir natürlich probieren könnten, oder was wir jetzt auch gleich mal machen könnten. Ein paar Verbündete heiraten. So. Würde sogar matrilinear akzeptieren. Interesting. Vor allem gibt uns das schon mal ein Bündnis. So, das wäre Bündnis Nummer 2. Wobei, hier brauche ich nicht mal matrilinear, das ist mir egal. Okay, Bündnis Nummer 2. Und du bringst uns Bündnis Nummer 3. 1, 2 und 3. Und wenn die uns jetzt den Krieg erklären, kann ich alle Verbündete mit reinrufen. Die uns unterstützen in diesem irrsinnigen Religionskrieg dann. Dass wir den auch auf alle Fälle gewinnen sollten. Ich belagere das. Dann gehen wir nochmal dort unten hin. In einem Monat werden die ihr Ultimatum senden. Macht das. Kann ich die alle einkerkern und bekehren. Wäre gar nicht so schlecht tatsächlich. So, you want freedom, you shall have it in death. Und was wir jetzt machen werden ist, all our allies to war. In diesem Uprising. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Vor allem kostet mich das ja auch nichts. Fünfmal. Sehr schön. Perfekt. Natürlich unterstützen die uns auch alle. So, wir selber haben 1400 Mann. Die haben 4400 Mann haben wir jetzt insgesamt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Weil wir jetzt vielleicht sogar mal kurz nebenbei da auf Offensive mitgehen und gucken, ob wir die vielleicht abfangen können hier, bevor die jetzt meine kompletten Ländereien zerplündern. Wo sind denn die alle? Eigentlich haben die 1400 Mann. Keiner weiß, wo die sind. Da sind 300 Mann. So, die Schlacht gewinnen wir. Weiß nicht, was das da sein soll. Da oben sind noch einige. Aber nichts, alles in allem nichts Bedrohliches. Na, unsere Verbündeten. Nee, komm, ich brauche mich da gar nicht selber drum kümmern. Die machen das schon alleine. Haben das leider erobert. Aber gut, das kriegen wir trotzdem hin. Blopp. Aber ihr könntet das auch zurückerobern, ha?
Aber scheinbar kein Bock. Naja, gut, dann halt nicht. Dann holen wir uns nochmal die Provinzen hier. Okay. Was ist das? War auch interesting. Weiß halt nicht, wo die sind. Da. Okay, Krieg ist vorbei. Ich musste nichts dafür machen. Einzige, was ich weiß, ist, dass wir die jetzt alle in unseren Kerker gesetzt haben. Und dann gucken wir doch gleich mal in unseren Kerker rein. So, Negotiate Release, Gain We Cook und Demand Conversation. Dankeschön. Hä? Ach Gott. Der ist natürlich raus. Und erfreulicherweise hat auch gleich gute Meinung. Weil das Problem ist dieses, dass die einen anderen Glauben haben, das ist kritisch. Sehr, sehr kritisch. Das ist eigentlich etwas, was man auf keinen Fall will. Anderen Glauben, vor allem diesen feindseligen Glauben. Deswegen, was wir jetzt hier machen, ist eigentlich ganz nice. Okay, einfach nur konvertieren. Schwaches Druckmittel ist immer noch ein nice to have quasi, aber 1, 2, 3. Nee, hau ab, Alter. Was ist denn mit so einem alten Mann? Als ob ich so ein... Was ist denn jetzt los? Also, als ob ich so einen alten Mann... Was ist denn jetzt los? Was ist denn das hier? Was haben die denn hier jetzt auf einmal vor? Also das hat Konsequenzen, das kann ich auf alle Fälle gleich schon mal sagen. Lagern die einfach meine Provinzen? In der ganz frühen Version des Spiels war es so, dass in dem Fall dann das verbuggt war, weil du dann die Provinz nicht mehr erobern konntest, aber musstest für den Krieg. Glücklicherweise ist das Geschichte, das haben sie immer gefixt. Das fällt jetzt einfach aus dem Krieg raus, wenn das dann weg ist. Gibt auch niemanden, der auch noch auch nur annähernd so stark ist wie wir. Ja, nee. Was sehe ich denn? Der hat die richtige Religion hier zum Beispiel. Ah. Egal. Es war nicht so schlimm. So, Demand Conversation, Recruit, ne, we cook, ja. Demand Conversation, we cook. Ach ne, geht nicht, weil. Habe ich gerade schon freigelassen. Denk mal, dass die mich relativ hassen von der Religion, weil ich hier die ganze Zeit alle von denen bekehre. Aber egal. Wir tragen unseren Glauben in die Welt hinaus. Auf dass unser Glaube der stärkste und einzig wahre sei. Der Slave Hellenism. Demand Conversation, we cook. Demand Conversation, we cook. Für 16 Jahre. Und er akzeptiert nicht mal Druckmittel. 23 Jahre. Ich würde sagen, dass sie irgendwann mal brechen nach 16 Jahren, aber so, nö. 16 Jahre im Kerker, aber ich mache trotzdem mein eigenes Ding. Na dann, mach was du willst. Musst du ja selber wissen. So, das haben wir auch erobert. Dann gehen wir zur letzten Provinz. Dann sind wir hier durch. 86. Und wir haben hier sogar Belagerungswaffen mit dabei, dank unserer Verbündeter. Zwei gleich, holla. Ha, schau an, gibt es noch eine Schlacht oder was? Oh Gott. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Mögen mich sogar alle erfreulicherweise. So, da haben wir das auch. Das einzige Problem ist jetzt, dass die jetzt halt hier einfach reingegrätscht haben. Leider. Indem sie hier meine Provinz erobert haben. Ey, ihr seid schon so richtige Hunde, ne? Muss ich hier wieder einen Krieg führen? Einen, den ich überhaupt nicht führen will, weil ich ja eigentlich gar kein Kriegstreiber bin. Irgendwo habe ich eine Provinz bekommen. Da. Viel Spaß. Kannst du mal das Herrschen üben schon mal. Dann zeig uns mal, wie du dich machst. Naja, mit dem können wir jetzt noch eine Allianz machen. 50 Gold. 1750 haben wir jetzt.
Kurz gucken. Der war, glaube ich, neu. Der andere war der starke. 10. Das sollte auf alle Fälle zu gewinnen sein, denke ich mal. So. Gut, hat mit dem 13er geswitcht. Wir selber haben ja 20. Wir sind auf alle Fälle besser. Foolish Cheryl, can't you do better? Brisen gains taunted. Was ja eigentlich gut ist. Oh, das ist aber auch nice. Das ist ein nice Anfang. Fangen wir damit mal an. Das erhöht sogar sein Risiko auf Verwundung deutlich. Nehmen wir das hier. Und er hat schon gewonnen. Wow. Sein Ernst. Was war denn das für eine kurze Schlacht? Es ging jetzt aber schnell. Deutlich schneller als mir lieb gewesen wäre sogar. Aber gut. 52. Popular Opinion plus 50. Warum juckt das irgendwie keinen? Ah, ich liebe dieses Event. Holding Texas plus 10%. Dieses Event, dass man hier seine Kinder hinschickt und dann Stress verliert, ist ein nices. Ist eine nice Sache. Da könnt ihr übrigens vom Glück reden, dass ich eigentlich nur hier eure eine Provinz will. Sonst würde ich jetzt da drüben hinlaufen, euch noch auf die Schnauze hauen, aber habe ich gar keinen Bock drauf. Was ist hier das Limit? 1300. Hä? Ah, Anzeigefehler. Ah, die kommen sogar zu Besuch. Mensch, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie mir echt den Gefallen tun. Und mir das Leben etwas vereinfachen. Ah, wir haben mal wieder Viehzeug nach Tscherm bekommen. Das war fast wieder 100. Und wohin des Weges? Sterben. Jawohl, ihr Narren. Die eine Chance gegen mich hätten. Niederer Pöbel, ey. Ja, wo sie überall hinrennen. In alle Himmelsrichtungen hauen sie ab. Die sind auf alle Fälle gleich tot. Um die kümmere ich mich nämlich. Merkt er selber. So. Und damit müssen wir eigentlich 100% haben. Ja. Können wir jemanden freikaufen lassen? Nö, leider nicht. Jetzt haben wir auf alle Fälle die nächste Provinz, die rechtmäßig eh schon uns gehört hat. Das ist die. Nee, warte mal. Nee. Ja? Die hier? Wo sind die so nice? Die Provinz war nicht eine andere, die ich mir geholt habe? Warte mal, nee, ich habe mir hier doch irgendeine geholt. Das hier habe ich mir geholt. Da. Woher diese ganzen Kinder seit neuestem? Ah! Warum bist denn du im Knast? Okay. Interesting Combination. Okay, warte mal ganz kurz. Religion. Haben sogar einen Herzog, der nicht unserer Religion folgt. Der folgt noch den alten Göttern. Dann Mars Swain. Bei ihnen swayen wir auch noch. Eieiei. Ach, so viel swayen kannst du gar nicht gleichzeitig. Ey. Reicht ihm schon ein Geschenk gemacht? Ja. Warte mal ganz kurz. Bevor wir jetzt das machen. Mach mal kurz Extort Subjects. Kann man nicht direkt wieder hier Dings verlieren. Bekommen quasi Stress und verlieren auch gleich wieder Stress. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Und was wir natürlich auch gleich wieder machen können, wäre ein Feast. Hoffen, dass der Typ mich jetzt dann etwas mehr mag nachher. 65% Erfolgschance auch bloß. Das ist eine Prowess-Challenge. Hat sich leider nichts getan hier bei ihm. 85 extra Texas, das ist nice. Allianzen habe ich keine Lust.
Das mit ihm ist ein Problem. Da weiß ich noch nicht genau, wie wir das hinkriegen. Sie könnte auch gerne nochmal schwanger werden. Also sie ist eine Alkoholikerin geworden. Scheißdreck. Alte Eule, du. $100. Also heute läuft's. Wir haben zwar ein bisschen Viehzeug verloren, aber dafür laufen alle Events ganz gut. Einige Vasallen, die keiner Fraktion joinen können. Da gibt es noch eine Independence Faction. Ganz ehrlich, die sind mir wurscht, die sollen ihren Scheiß machen. Dann können wir die daraufhin alle in den Knast schmeißen. Das klappt doch immer nicht hier mit dem. Das dauert auch ewig. Sehr schwierig. Natürlich unterstütze ich euch in eurem Krieg. Es ist ziemlich weit weg, der Krieg. Aber ich helfe euch natürlich trotzdem. Denn wenn ich meine Verbündeten nicht unterstütze... Oh. Ach so. Ah, warte mal. Stimmt. Ist ja gar nicht so schlimm. Quasi direkt um die Ecke herumliegen. So, jetzt können wir wieder Titel verkaufen. Das kostet halt leider relativ viel Prestige. Das ist so der einzige Nachteil. Können wir eine Jagd machen nebenbei. Nehmen wir die Hunting Trophy in dem Fall mal. Dankeschön. Okay, 50 Gold. Ich will einfach mal ein bisschen Gold wieder auf mein Konto bringen. Warum hat das aufgehört? Okay, gut, besser wird es heute nicht mehr. Deswegen probieren wir es mal. Und dann swayen wir als nächstes ihn. Wir haben sogar eine 100%ige Erfolgschance. Er bekommt jetzt ein schwaches Druckmittel gegen mich, aber gut, Hauptsache er bekehrt. Warum folgt die mir denn jetzt sofort? Achso. Ich habe eure Schlacht gewonnen. Sehr gut. Mal die Provinz belagern. Die belagern die andere Provinz. Aber leider keine Gefangenen. Gott, Irland ist so groß, ne? Ist fast so groß wie das komplette Crusader Kings 3 Spiel, Vanilla. Na gut, ich bin raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.